Ja, Maschineneinweisung an der Praktikant. Hier geht es heute darum, wie ich das Werkzeug auf die Maschine bekomme, wie ich das auf den Schnellwechselsystem aufbaue, habe ich schon erklärt. Ich habe jetzt hier diese Plastik- oder diese Plexiglashaube, die stört mich jetzt noch beim Aufbauen. Die kann ich zwar hier rechts und links schieben, das ist aber trotzdem mir noch im Weg. Wenn ich die umklappen will, muss ich die jetzt ganz nach links drücken, da ist ein Stift. Und wenn der frei ist, dann kann ich die rüberklappen. Jetzt habe ich hier schön Platz, kann den Schnellwechselhalter nehmen und setze den jetzt hier oben ein. So, möglichst gerade. Der sitzt jetzt noch nicht so schön. Drehe nochmal einen Zahn weiter. So, dass der ungefähr 90 Grad hat. So wird er normalerweise aufgebaut. Jetzt ist aber das Problem, dass ich ja die Höhe der Schneide noch ausrichten muss. Und das möchte ich ganz gerne mit der mitlaufenden Körnerspitze machen. Die habe ich ja schon aufgebaut. Das hatte ich erklärt, wie das schon geht in einem anderen Video. Jetzt drehe ich mir den also so hin, damit ich das etwas einfacher habe. Nicht so, wie ich jetzt mitarbeiten würde, sondern ich möchte jetzt die Schneide mir genauer angucken von der Höhe her. Das heißt, ich drehe den jetzt ein bisschen drüber. Und jetzt fahre ich mit den Schlitten, die erkläre ich auch noch in einem anderen Video, oder habe ich ja schon erklärt, fahre ich jetzt zu der mitlaufenden Körnerspitze ran. Wohlgemerkt, das ist hier Erstausbildung für Leute, die noch nicht viel gedreht haben. Hier geht es jetzt darum, dass man sich ungefähr eine Voreinstellung holt für die Wendeschneidplatte. Und das kann ich hier an der mitlaufenden Körnerspitze ganz gut machen. So, hier kann ich jetzt sehen, ob das schon passig ist oder nicht. Wichtig dabei ist, dass die Wendeschneidplatte, die aus Hartmetall ist, dass sie nicht diese mitlaufende Körnerspitze berührt, weil wenn die ein Stück Stahl berührt und kann nicht zersparen, dann platzt die weg. Das ist also ganz wichtig, dann ist die kaputt. So, noch ist wichtig, jetzt ist ja der Platten, also der Schnellwechselsystem ist jetzt ja hier noch lose drauf, ich kann das also noch bewegen, so würde ich ja nicht mitarbeiten. Weil ich muss jetzt hier das also festklemmen. Dazu habe ich hier oben auch eine Kerbe drauf. Diese Kerbe, immer wenn die so zeigt, also in der Richtung, dann ist der lose. Wenn ich den jetzt nach rechts oder nach links drehe, spanne ich hier über dieses System den Halter. Ja, und das ist ganz wichtig, dass ich die Höhenkorrektur von der Wendeschneidplatte mache. Also am Ende nochmal gucke, wenn das gespannt ist, weil das ist in dem Moment, wenn ich das spanne, hebt das nochmal den Halter etwas an und dadurch verändert sich auch nochmal die Schneide. So, wenn ich das jetzt korrigieren will, muss ich die Schneide oder den Plattenhalter, das Wechselsystem wieder lösen und kann jetzt hier hingehen und kann hier, ich verdrehe das jetzt mal, die Mutter hochdrehen und jetzt kann ich hier über diese Schraube, kann ich jetzt den Halter heben oder senken, je nachdem, wie ich das will. So. Hier wäre das meiner Meinung nach ganz gut. Schließe einmal, sehe, so kommt das ungefähr hin. Kleinen Tick noch höher. So, spann den fest. Jetzt kann er sich nicht mehr verstellen. Drehe die Mutter wieder runter. So. So würde ich das jetzt so einstellen. So würde ich das erstmal voreinstellen. Wie gesagt, die Feineinstellung kommt dann hinterher am Werkstück. Nach dem ersten Plan drehen. Jetzt stelle ich mir den so ein, dass ich den mitarbeiten kann. Das heißt, ich drehe mir den rüber, stelle mir den so hin, 90 Grad zum Futter, spanne ihn, der Schlüssel kann hier oben drauf bleiben. Jetzt ist das Werkstück höhenmäßig ausgerichtet und wir könnten jetzt mit dem Drehmeißel arbeiten. Vielen Dank, viel Spaß, tschüss.